Grüße Gemüse und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal der Shisha Brothers. Heute mal wieder eine Funnel-Vorstellung. Jawohl. Wir haben uns einen schönen russischen Funnel ausgesucht, den es im Elvano zu kaufen gibt. Mhm. Das ist der Silver Slon in der Ausführung Spider White Black. Genau. Das gute Stück kostet 24,90 Euro und war wie gesagt im Elvano erhältlich. Ja. Den Funnel gibt es auch in verschiedenen Farben zu kaufen. Im Elvano sind derzeit 8 verfügbar. Ist also auch, denke ich, für den einen oder anderen was dabei. Ja. Materialtechnisch? Sind wir bei einem Tonsteingemisch. Okay. Es stand in der Beschreibung, dass von den HMDs alle gängigen Modelle draufpassen sollen, auch alle Carlot Lotus Modelle. Das Ganze werden wir dann nochmal in der Detailansicht überprüfen. Genau, und da würde ich sagen, fackeln wir gar nicht lange, sondern begeben wir uns direkt dahin. Wir sehen uns in der Detailansicht wieder. Gut, dann beginnen wir einmal bei dem Funnel von unten nach oben wieder. Wir haben hier einmal diese leicht kegelförmige Form. Das Ganze ist ein Ton-Stein-Gemisch. Das merkt man auch, die Oberfläche hier ist glatt und man sieht es ja leicht gräulich. Dann haben wir hier einmal das schöne Logo, da ist ein kleiner Elefantus abgedruckt. Ab hier beginnt dann die Glasur, das ist weiß-schwarz gehalten in so einem so ein bisschen verschnörkelt. Und hier haben wir dann einmal das Depot. Das Depot ist wieder ein relativ tiefes Depot, würde ich sagen. Das Funnelloch ist wieder etwas tiefer als die Resthöhe, also die Kantenhöhe, so dass wenn man den HMD dann drauflegen würde, der HMD nicht das Loch berührt. Im nächsten Schritt wiegen wir das Ganze, um herauszufinden, wie schwer der Kopf ist. Und da haben wir stolze 166 Gramm. Ja, fühlt sich auch relativ leicht eigentlich an. 166 Gramm ist eigentlich nicht viel. Und als nächstes kommen wir dann zum Kopfbau. Im ersten Schritt, wie immer, der Provision. Oh Junge, Sala, Alter, habe ich mich erschrocken. Ist ja gut, beruhig dich. Halleluja. Ich kann auch nichts dafür, das passiert halt mal. Im ersten Schritt, wie immer, der hochprofessionelle Zebra-Stopfen in die Mitte. Im zweiten Schritt einmal den Tabak kräftig nochmal umrühren. Im dritten Schritt befüllen wir das Depot erstmal ein bisschen mit Tabak. Das lässt sich relativ gut wieder reinlegen, der Tabak, weil das Depot wieder relativ groß ist. Im vierten Schritt mit dem Lochstecher das Ganze in Form bringen. Dazu einfach den Tabak leicht nach unten drücken, aber nicht zu sehr nach unten drücken, sondern so, dass der Tabak immer noch schön locker im Kopf drin liegt. So, unser Ziel ist hier wieder ein schönes Noppenkontakt-Setup zu bauen. Also so, dass die Noppen unseres HMDs den Tabak berühren. Um das Funnelloch drumherum drücken wir den Tabak nochmal leicht nach unten. Ansonsten fällt euch vielleicht das ein oder andere Blättchen in die Bowl. Und dann auch wie immer einmal die Seite kontrollieren, dass kein Tabak übersteht, sondern schön im Depot ist, wo er rein soll. So, Kopfbau abgeschlossen. Als nächstes gehen wir ins Wiegen über. Leergewicht vom Kopf waren 166 Gramm und gefüllt kommen wir auf 185. Das ergibt eine Gesamtmenge an Tabak, die reinpasst. Von 19 Gramm, das ist tatsächlich sehr, sehr sparsam. Guck nochmal in den Kopf rein. Klar, ein bisschen Tabak hätte schon noch reingekonnt, aber ich würde mal so sagen 20, vielleicht 23 Gramm. Mehr würde ich in den Kopf nicht reinmachen. Aber sehr schön sparsamer Kopf. Damit kann ich leben. Im nächsten Schritt werden wir nochmal überprüfen, welche Smokeboxen denn gut drauf passen. Als erstes haben wir die Carlot Lotus 1 Plus Neris. Wie Sie sehen, schließt sie eigentlich perfekt mit dem Rand ab. Ganz leicht, also wirklich nur minimal geht sie über den Kopf drüber. Aber das würde ich sagen, ist schon eine perfekte Größe und passt sehr, sehr gut drauf. Als nächstes überprüfen wir einmal die Carlot Lotus 2. Und auch die passt von der Größe her sehr, sehr gut drauf. Dann haben wir noch einmal die Zeppelin Smokebox. Und die ist tatsächlich deutlich größer und dadurch geht es auch ein bisschen mehr über den Rand drüber raus. Würde mir jetzt so auch nicht gefallen, weil es dann oben doch sehr, sehr klobig wird. Und dann einmal noch für die Fake-Nutzer eine Fake Lotus. Da die ja relativ gleich ist und auch dieselbe Größe hat, passt auch diese perfekt drauf. Wie immer haben wir das Köpfchen auf die Pfeife gepackt. Der Alphons nimmt einen kräftigen Zug und wir schauen uns an, wie das Ganze quarzt. Jawohl. Ja, schöne dichte weiße Wolke. Ja. Super Rauchentwicklung. Danke, Minion. Kopf wurde wieder gut gebaut. Danke, Minion. Bitte. Hitzeeigenschaften vom Kopf, die sind tatsächlich eigentlich bei allen Köpfen, die wir so vorstellen, relativ gleich. Wir nutzen ja die Carlot 1 Plus, haben zwei Kohlen drin, eine seitlich drauf. Der Kopf hat relativ schnell an Fahrt aufgenommen,
hat gut die Hitze abgegeben. Und ja, da kann man sich echt null beschweren. Bluten haben wir auch noch nicht. Ist ja auch noch nicht so alt, der Kopf. Richtig. Langzeitbericht können wir da noch nicht geben in dem Fall. Und von der Hitze her lässt er sich noch anfassen. Ja, wie jeder andere Kopf auch, kann man den unten am Hals locker easy noch runtertragen. Ja, mit 24,90 Euro reiht sich der Funnel in eine ja, fast schon endlos lange Reihe von anderen Funnels mit ein. Was soll man dazu sagen? Der ist auf jeden Fall optisch schick, ist jetzt nicht ganz außergewöhnlich. Der hat halt diese kleine Plakette mit diesem Elefanten noch drauf. Die Colorways muss dann jeder für sich entscheiden, ob das was für einen ist. Ansonsten kann ich eigentlich ja an dem Funnel nichts wirklich aussetzen. Langzeitbericht wird, denke ich mal, irgendwann noch folgen. Wenn ihr da Fragen habt, schreibt es einfach unter das Video drunter. Also für mich ist es alles in allem ein guter Funnel, der sehr schick aussieht. Mein Fazit, 24,90 Euro, angemessener Preis, der vollkommen in Ordnung ist. Wir haben hier einen Kopf, der relativ wenig Tabak verbraucht und da bin ich immer ein Fan von. Also eher so in die Richtung von dem Hooker in the Lip. Ich mag das, wenn die Köpfe so tabaksparend sind und wenn ich mit 3 Kohlen meinen Kopf wirklich komplett durchkriege, ohne dass unten noch groß Tabakreste sind, die unverbrannt sind. Mhm. Das hat man ja sehr oft bei den Köpfen, wo sehr viel Tabak reinpasst. Bei dem ist es tatsächlich so, nach 3 Kohlen ist der Tabak wirklich komplett verbraucht. Designtechnisch gefällt mir der schwarz-weiße sehr gut. Es gab noch einen anderen, das war so ein weiß gepunkteter, der war auch noch in Ordnung. Ansonsten haben mich die Colorways eher nicht so angesprochen. Okay. Ja, cool finde ich das auch mit dieser kleinen Plakette, die unten diesen Elefantus noch abgebildet hat. Erinnert mich so ein bisschen, nicht an Indien oder so. Ja, weißt du? Im Gesamten super Kopf, kann man machen. Das ist doch mal ein akzeptables Schlusswort. Gut, dann war es das an der Stelle auch schon wieder. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr einen dieser Funnel besitzt. Und lasst uns gerne eure Meinung darüber wissen, wie ihr den findet. Jawohl. Und zu guter Letzt natürlich, ist das Däumchen oben, wird man dich loben. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, ciao. Tschüssikowski.